meine Busenkumpel von Team Kuku, ne, mit denen ich ja schon den ein oder anderen Austausch hatte. Die Jungs haben auch wieder einen neuen Song rausgebracht. Diesmal ein King Khalil Solo-Track und da werden wir uns jetzt mal hineinbegeben und mal schauen, was die Bratans aus Berlin hier so fabriziert haben. Ah, sieht auf jeden Fall schon aus, als ob hier keine Xylophon-Afro-Trap-Stimmung gerade erzeugt werden soll. Ich glaube, das Ding geht in die Fresse. Ich habe es auch noch nicht gehört. Das ist jetzt hier wieder eine traditionelle, klassische Reaktion, so wie das die Hater sehen wollen. Ja, eine Reaktion mit meinem Ersteindruck. Oh, King Khalil, Motherfuck, let's go. Nonstop, habe das, was die Kunden wollen. Tok, tok, gib mir Starter, ich muss runterkommen. Starter, Alter. Nicht, dass King Khalil blank zieht. Ja, scheiße, ne? Ich hab bei den Lady-Songs habe ich vorher mal reingeschaut, ne? Dass da keine nackten Leute sind, aber was ist jetzt, wenn King Khalil einfach den Riemen mal in die Kamera klatscht, ne? Dann war's das hier mit Twitch, ne? Also, wenn dem so sein sollte, ich danke euch allen, ne? Starte schweig, dicke Packets, dicke Lemon, bring dir Hasch oder Weiß, intelligente Kriminelle, doch der Knast sucht dich heim, dicke Benzer, dicke Ketten, Bunker, Ballert. Eigentlich ganz nice. Schön Psycho, schön auf die Fresse. Wirklich ganz nice. Ich habe auch schon des Öfteren gesagt, ne, dass ich finde, dass King Khalil sich in den letzten Jahren doch deutlich gesteigert hat, wenn man da an sein katastrophales Rumgestammel auf Kennzeichen BTK zurückdenkt und das jetzt mal mit dem Song hier vergleicht. Da wurde mal eine 300%ige Steigerung bemerkbar, ne? Und ich glaube auch, dass King Khalil ein sehr, sehr cooler und chilliger Dude ist, ne? Er hat zum Beispiel gar nicht reagiert damals auf meine Berlin 2 Reaction, dem war das scheißegal. Es war nur Drillon und KA, mit denen ich da das ein oder andere Gespräch auf Instagram hatte. Ja, also, das gefällt mir, ich find's nice. Der Beat ist schön, schön brutal, ne? Und macht Spaß zuzuhören, Alter. Geht gut rein. Ich klär Beef nicht mit diesem Pisser. 9mm und Benzinkanister. Pop, pop, komm mal her mit dein Kids. Ja, ich finde, es muss nicht unbedingt sein. Ich finde, das Video hat so schon einen geilen Look. Da muss man meiner Meinung nach nicht hier noch so relativ billig noch so CGI-Feuer reinpacken. Ja, ist doch gar nicht nötig. Sieht auch so cool aus. Kapitis? Was Kapitis? Habe ich das überhört? Ich klär Beef nicht mit diesem Pisser. 9mm und Benzinkanister. Pop, pop, komm mal her mit deinem Glitzer. Komm mal her mit deinem Glitzer, mit deinem Roli-Roli-Glitzer. Meinst du das oder was? Das ist echt das Feuer. Auf jeden Fall. Wie konnte ich das verwechseln? Verdammte Axt nochmal. Meine Jungs seit Tag 1 am Start. Oh, jetzt sind sogar hier drei CGI-Feuer am Brennen hier, ne? 1, 2 und dann noch hinter dem guten King Khalil. Wir hassen die Verräter, wir hassen den Verrat. Klopp, klopp, wenn die Bullen kommen. Ist ein geiles Bild, ist wirklich ein geiles Bild, ne? Wie er halt in irgendeinem Hinterhof sitzt, er lässt sich da seine Haare schneiden, raucht dabei einen schönen Gibbet und rappt ein paar harte Zeilen in die Kamera. Ich muss runterkommen. Jeden scheiß verdammten Tag brauche ich Paracetamol und der Doktor hat gesagt, ich hab jetzt... Ich muss sagen, was ich sehr geil finde an King Khalil ist, wenn der so redet, so in Interviews, ne? Ich habe mal in das Ding mit Leon Lovelock reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob er andere Interviews auch hat, so, ne? Ich verfolge ihn jetzt nicht so aktiv. No front, ja, aber ist halt einfach so. Er saß in dem Interview da, er hat, glaube ich, in dem ganzen Interview 50 Wörter gesagt, wenn überhaupt, also so voll so in sich gekehrt. So voll, ja, so gechillt, geerdet, ne, schön eingeraucht und dann halt, ich chill hier meine Basis, so, ne. Aber in seinen Musikvideos ist er einfach der mega krasse Performer, Alter. Er performt mehr als die fucking Spice Girls, Alter. Also, Beyoncé in einem Live-Konzert performt nicht so krass wie der Bratan hier in seinen Musikvideos, ne. Feier ich, ne. Ich finde das immer ein bisschen nervig, wenn halt Leute nur so steif dastehen in ihren Musikvideos und nicht wissen, wohin mit ihren Armen. Die hängen dann irgendwie so runter oder in einer Hand das Mikro und der andere Arm hängt so steif runter, so, ne. Das wirkt nicht cool. Ich finde, bei Khalil wirkt das ganz nice hier, Alter. Du hast mehr Twitch-Zuschauer als Snoop Dogg. Okay, krass.
Nice, ey. Naja, dann bin ich also offiziell auch bekannter als Snoop Dogg eigentlich auch, ne? Das können wir jetzt hier mal so faktisch feststellen, ne? Die kriegt ein Herzinfarkt. Team Kuku ist mein Werdegang. Das hier ist kein Märchenland. Kreuzberg, Meringdamm. Ah. Also, wie viel Mal hat er jetzt schon in die Kamera getreten? Das war das fünfte oder das vierte Mal, ne? Aber, wie gesagt, er hat ja auch noch andere Dance-Moves drauf hier in seinen Videos. Deswegen, ich feiere das eigentlich. Wenn man so krass aktiv hier in seinen Videos rumspringt, wie Energiebündel King Khalil, dann ist es auch vertretbar, das ein oder andere Mal die Fußsohle in die Kamera zu strecken. Die Klicks zeigt kein Gesicht. Du bist eine Designer-Bitch mit Schweigepflicht. Ha! Und dein Schwanz. Eine Designer-Bitch mit Schweigepflicht. Er wird dann hier schon wieder subtil gedisst. Du bist eine Designer-Bitch mit Schweigepflicht. Der bei Bullen singt. Blut kocht 90 Grad. Gute. Kapitis. Könnte sein. Nur noch Gucci-mäßig. Gutes Gras. Ich bin Arzt. Und du zahlst. Ein Wort ist mehr als ein Vertrag. Puh. Also ich finde den Vibe nice, Alter. Ich finde den Vibe wirklich nice. Solche Tracks kann ich mir von King Khalil wirklich sehr, sehr gut geben. Schön aggressiver, nach vorne gehender Street-Rap, Alter. Video schön hektisch geschnitten. Sehr, sehr viel Bewegung drin. Das ist kein statisches, langweiler Video. Ist nice. Wie lange geht das Ding diesmal? Diesmal mehr als 2 Minuten? Ja, 2 Minuten 56. Gut. Das ist ja schon ein Epos hier. Stop, habe das, was die Kunden wollen. Endlich mal einer, der Kapi rannimmt, haben ja alle keine Eier. Ja, das ist so das Ding so, ne? Ich weiß ganz genau, ja, dass nicht jeder, der mit Kapi vermeintlich gut ist in der Öffentlichkeit, ihn auch für seine Musik feiert und so weiter. Aber es ist natürlich alles eine opportunistische Cocksucker-Szene, in der sehr, sehr viele Leute von Capital Bra und anderen sehr, sehr großen Rappern die Songs einfach posten, nur um in der Hoffnung, dass sie halt... Nur in der Hoffnung, dass sie halt repostet werden in der Story von Kapi oder wem auch immer. Und dann da halt ein bisschen die Follower abzugrasen. Ne? Oder vielleicht mal ein Feature irgendwann mal mit Kapi zu kriegen. Egal wie scheiße sie den Song dann eigentlich finden. Auch schön, dass man hier mal wieder einen Song hat, wo der Beat ausklingt. Oh mein Gott, das kennt man gar nicht mehr, ne? Normalerweise... Zwei Parts, zweimal die Hooks und dann Cut, Alter, ja, damit das Lied ja nicht länger als 2 Minuten 20 geht. Ja, geil. Ich finde, ist ein geiler Track. Ich weiß nicht, ob King Khalil jetzt schon ein neues Album angekündigt hat, aber habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, ja, wenn er dann was rausbringt. Und dann gucken wir mal, ja, wie das letztendliche Endprodukt klingen mag und dann geben wir uns das.